Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen die PV-Anlage. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. PV-Anlagen spielen eine entscheidende Rolle in der Energieversorgung von privaten Haushalten und Gewerbebetrieben, in der Landwirtschaft und auch von öffentlichen Gebäuden. Dabei liefern sie nicht nur umwelt- und klimafreundlich Strom, sondern helfen uns auch langfristig Geld zu sparen. Mit der Sonnenenergie können wir zum Beispiel Elektroautos laden, unsere Kleidung waschen und den Backofen betreiben. Aber wie funktioniert eigentlich eine PV-Anlage? Hier oben auf dem Dach fängt alles an, bei der Solarzelle. Sie ist der kleinste und vielleicht der wichtigste Teil der PV-Anlage. Solarzellen bestehen aus Silizium, das aus Sand gewonnen wird. Wenn Sonnenlicht auf die Solarzelle trifft, beginnen sich Elektronen darin zu bewegen und erzeugen Strom. Eine einzelne Solarzelle allein erzeugt nicht sehr viel Strom, gerade genug, um eine kleine LED-Lampe zum Leuchten zu bringen. Aber wenn wir mehrere Zellen zusammenfügen, wie es bei Solarmodulen der Fall ist, und diese Solarmodule wiederum auch zusammenfügen, können sie genug Strom erzeugen, um den ganzen Haushalt mit Energie zu versorgen. Der Gleichstrom aus den Modulen fließt über DC-Leitungen zum Wechselrichter. Damit der Strom in unserem Haushalten genutzt werden kann, muss er jedoch noch umgewandelt werden. Hier kommt der Wechselrichter ins Spiel. Er wandelt nicht nur den Gleichstrom in Wechselstrom um, sondern stellt auch sicher, dass der Strom die richtige Frequenz hat. Moderne Wechselrichter können sogar mit Hilfe von Energiemanagern wie dem Sunny Home Manager 2.0 Haushaltsgeräte steuern, also Geräte einschalten, wenn die Sonne scheint, und sie wieder ausschalten, wenn kein Strom erzeugt wird. Energie, die nicht gespeichert oder verbraucht wird, kann in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden, was dem Anlagenbesitzer eine Vergütung bringt. Der örtliche Stromnetzanbieter vergütet dafür einen festen Preis pro Kilowattstunde, bekannt als Einspeisevergütung oder EEG-Förderung, entsprechend dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Mit Hilfe des Wechselrichters kann überflüssiger Strom in Batterien je nach Anlagengröße gespeichert werden. So wird der Haushalt auch zuverlässig mit Energie versorgt, wenn die Sonne nicht scheint. PV-Anlagen bieten Haushalten die Möglichkeit, sich eigenständig mit Strom zu versorgen. Das trägt nicht nur zum Klimaschutz bei, Hausbesitzer und Gewerbetreibende werden unabhängiger vom Stromnetz und sparen auf lange Sicht. Mit einer Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren sind sie eine der nachhaltigsten und wirtschaftlichsten Lösungen für die Energieversorgung. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Solaranlage angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.